Hi Leute, Krytos hier, wieder mit einem neuen Terra-Gameplay-Video. Und es laggt, glaube ich, gerade ein bisschen zu sehr. Ich muss hier die Option noch ein bisschen runterdrehen. Und ich glaube, Musik wäre auch nicht schlecht. So. Die habe ich die ganze Zeit jetzt ausgehabt, weil ich mit eigener Musik gezockt habe. Ich habe gemerkt, Rammstein ist wirklich sehr, sehr gut, um mit diesem Spiel zu zocken. Es geht so ab, wenn man Rammstein hört und dann einfach mit dem Krieger sich durch die Gegend schnetzelt. Das ist schon witzig. Auf jeden Fall. So. Mal sehen. Oh, das ist lang nicht so flüssig, wie ich es gerne hätte. Ich mach das noch weiter runter. Also, und zwar, wo wir hier gerade sind. Wir sind jetzt in einem Dungeon drin. Ich habe hier NPCs dabei. Das sind, die werden mich hier unterstützen. Oh, da geht die Grafik ja böse runter. Richtig extrem. Ja, die NPCs werden mich hier unterstützen. Und, ich gehe hier rein. Einfach nur aus dem Grund, weil es ein total episches Schwert gibt. Oder irgendwas Schwerter-Kombo. Und, ja, die will ich unbedingt haben, weil die sind richtig cool. Schauen wir uns das mal an. Das sind die Schwerter. Die machen 79 Damage im Gegensatz zu meinen 71. Ich weiß gar nicht, kann man sich die auch irgendwie ansehen? Das wäre natürlich klasse, wenn es ginge. Schauen wir uns mal genauer an. Da ist so ein kleiner... Nee, ich glaube, das geht nicht. Aber das wäre ganz cool. Nee, aber die scheinen richtig gut zu sein. Jetzt sind auch grün, ich habe bis jetzt nur weißes Zeug. Und so sieht mein Charakter im Übrigen jetzt aus. Warte mal. Achso, Alt drücken, reinscrollen. Das ist auch richtig cool. So könnt ihr reinscrollen und dann, wenn ihr Reiter reinscrollt, dann geht er automatisch so zurück, dass man den Charakter direkt sehen kann. Also richtig cool. Die Sache ist, die Grafikeinstellungen sind jetzt das Minimum. Und ihr seht, das sieht schon richtig gut aus. Also ich spiele die ganze Zeit auf Maximum und das sieht wirklich super schön aus. Aber ich kann das nicht mit Fabs aufnehmen auf Maximum leider. Und da ist einer aus meiner Gilde jetzt aufgegangen. Ja, so sieht mein Charakter jetzt aus. Richtig scharf, finde ich. Und ja, ich freue mich jetzt auf die neuen Schwerter. Also von daher gehen wir hier mal ein paar Monster bashen. Ich denke, das wird ganz cool. Ich habe meinen Priester dabei, der hält mich schön hoch. Also alles chillig. Ich bin jetzt Level 11 mittlerweile, also 5 Level weiterkommen. Ich habe jetzt nicht viel gezockt über die letzten paar Tage. Um ehrlich zu sein, nach dem Video habe ich eigentlich so gut wie gar nicht gezockt. Ich habe nur 2-3 Level gemacht, mehr nicht. Und ich habe heute dann jetzt wieder angefangen. Aber jetzt wird hier gebasht, Leute. Das könnt ihr mir aber glauben. Rolle und bam, AOE. Und jetzt geht's ja aber ab. Da geht er down. So, ich weiß nicht, ist ein Priester oder ein Mystiker? Ja, das scheint ein Priester zu sein. Aber ihr seht schon, wie es gelaggt, also es tut mir wirklich leid. Ich kann es eigentlich nur runterstellen, indem ich die Auflösung runterstelle. Und das würde jetzt... Oh, jetzt laggt es. Das ist echt... Ey, sobald ich mit Fabs aufnehme, fängt es hier an zu laggen. Ich stelle jetzt echt mal die Auflösung runter. Das geht ja so gar nicht. Oh, das kann ich aber nicht in diesem Modus machen. Also von daher können wir es eh schon mal vergessen. Ich kann die gar nicht runterstellen. So, weiter geht's. Bam, bam, bam. Warum geht... Ah, das ist das Mana. Das ist eine Sache, an die ich mich doch gewöhnen muss als Krieger, dass ich da Mana habe. Und durch die Standardangriffe habe ich gemerkt, lädt man jetzt sein Mana wieder auf. Durch je nachdem, was für Waffen man hat, gibt es auch Waffen zum Beispiel, mit denen man bei Standardangriffen die Mana schneller auflädt, etc. Ich habe jetzt auch ein paar Eigenbuffs, also entweder, dass ich mehr Aggro ziehe, oder aber, dass ich weniger Damage bekomme, weil ich eine höhere Defensivwertung habe. Das habe ich im Moment ausgerüstet. Das ist ganz chillig. Und jetzt gibt es hier weiter auf den Wachband. So, der erste ist schon mal down. Jetzt folgt der zweite gleich. Bashing, bashing, bashing. Auf die Übelste. Und dann geht er down. So, und ich will meine Schwerter haben. Sehe ich ja eigentlich, nein, es gibt keine Maps hier drin für die Dungeons. Das finde ich nicht cool. Ich will Dungeon-Maps haben. Oh, ich glaube, das ist der Boss. Zwischensequenz, jetzt geht's ab, Leute. Jetzt geht's ab. Das sieht ja böse aus. Oh, das wird so cool! Und ich nehm's auf. Ach, was freue ich mich. Das Ding sieht ja mal so fett aus. Richtig cool. Das wird jetzt nice. Oh, oh, da freue ich mich. Ich brauche aber erstmal wieder Mana. Und ich habe gerade nichts zum Regen. Wartet doch, ich glaube, ich habe hier ein Lagerfeuer. Ja, in der Tat. Lagerfeuer. So, schön Regen. Das ist auch so eine Sache. Ihr seht das Herz gerade oben rechts. Man kann bis zu 120% seiner HP haben. Allerdings nur, wenn man sich zuvor am Lagerfeuer ausgeruht hat.
Und je nachdem, wie lange man im Kampf ist, geht es immer weiter runter. Und irgendwann ist es dann nur noch bei 100%. Da muss man wieder ein Lagerfeuer aufsuchen, um seine HP wieder zu bekommen. Aber ich glaube, das Ganze regeneriert nicht mal die Mana. Und das ist gerade, was mich wirklich stört. Weil ich habe nicht so Mana. Und dann habe ich natürlich noch den Buff. Wie ihr seht, da kommt immer eine minus 10 im Bild. Es zieht immer 10%, minus 10 Mana ab. Und das ist halt sehr ärgerlich. Aber egal, jetzt gibt's auf den Sack. Ich werde wahrscheinlich direkt verrecken. Aber egal. Boah, alter Schädel, was ein cooles. Direkt mal ausweichen. Ja, ich wusste, was hier kommt. Oh, bam! Riesen Treffer abgekommen. Alter Schwede, das Ding geht ab. Und ausweichen und anpassen. Bam! Alter Schwede, ey, was geht denn mit den Viechern ab? Ich habe einfach nicht genug Ausweichskills. Mein Ausweichlinks hat einen Cooldown von 6 Sekunden. Das ist einfach krass. Alter Schwede, werd ich gebasht. Hätte ich genug Mana jetzt auch noch, das wäre noch schlimmer. Soll vielleicht eine Weile wegbleiben. Mein Priesterkumpel soll was machen, ey, der soll mich mal heilen. Warum macht der nicht? Ich hab Ausweichen gedrückt, mit der. Ey, der Priester ist echt so dumm. Das gibt's gar nicht. Aber der geht down, ich sag's euch. 22% HP hat er noch. Aber alter Schäde, was ist denn dieser Kopf, sag ich euch. Schön ausweichen noch. Schön von hinten drauf und da bekommt er den. Ja, da wird der Priester ausgenockt. Der steht auch so viel da. Und jetzt nochmal schön stark anziehen. Und da geht er down! Jawohl, so wird das gemacht, Leute. Genau so. Für die Leute, die sich interessieren, wo ihr das Game herbekommen könnt, steht unten in der Beschreibung drin, schaut einfach nach. Wie ihr sehen könnt, es ist auf Koreanisch. Die deutsche Version bzw. europäische und USA ist noch nicht raus. Kommt erst Frühjahr 2012 raus. Aber zumindest, yay, ich habe den Boss besiegt. Und jetzt? Und jetzt hin? Wieder zurücklaufen oder was? Ah, da ist jetzt die... hier ist das Portal. Jetzt kann ich mich wieder rausporten. Dann kann ich eine Questbelohnung abholen. Yeah. Glaube ich zumindest. Oder gibt es hier drin? Ich denke mal nicht. So. Ja, richtig cool. Das hat Spaß gemacht, ohne Mist. Ich sag euch, am coolsten ist es einfach, das mit Rammstein zu ändern. Die geht so ab, ey. Ohne Mist, das ist nicht mehr normal. Ihr denkt echt, ihr werdet der Mega-Held. Richtig cool. So, und hier ist jetzt auch schon, ich glaube, die Person, wo ich das abgeben muss. Ja, was das? Ich will meine coolen Schwerter haben. Ey, wo sind meine Schwerter? Kann ich das so abgeben? Nee, kann ich nicht. Schwerter! Ich will die Schwerter! So. Und was habe ich da für eine Quest beendet? Ja, das ist die richtige. Ich hab das. Wo kriege ich meine Schwerter her? Ah, in der Mitte. Ich muss erstmal zu dieser Megastadt da gehen. Bitte hab eine Rolle drin. Ja, ich habe noch eine Rolle. Sehr schön. Ich hab sogar noch eine danach. Sehr schön. Es sind so Teleportationsrollen, könnt ihr euch vorstellen, die Ruhesteine aus WoW zum Beispiel. Aber ihr habt halt eine begrenzte Anzahl. Ein Ruhestein, der hatte einfach nur einen Cooldown von 60 Minuten. Also ich meine, glaube am Ende waren es sogar noch 15 Minuten, ich bin nicht sicher. Oder waren es 30. Also ich weiß, sie haben es zuerst auf 30 heruntergesetzt, aber ich glaube dann sogar noch auf 15. Leckt es auf einmal so. Das letzte Mal hat die Grafikeinstellung höher und es hat nicht geleckt. Vielleicht läuft gerade irgendwas. PC fressen das noch. Ich schau mal gerade nach, sorry Leute. Taskmanager mal aufrufen. Wir sehen. 90% Auslastung. Soll ich vielleicht mal Firefox schließen. So, ciao. Ja, wer kann eigentlich anbleiben? Na, Thunderbird vielleicht noch. Brauche ich jetzt auch nicht gerade unbedingt. So. Okay. Ah, für all die Leute im Übrigen, die sich irgendein Anime reinziehen wollen und nicht wissen, was sie sich angucken sollen, schaut euch Code Geass an. Das ist so genial, habe ich mir letztens angesehen. Geniale Anime einfach nur. So, jetzt habe ich, glaube ich, mein cooles Schwert bekommen. Noch die Quest hier schnell holen. Was gibt's denn da? Coole Rüstung. Was muss ich denn dafür machen? Ich glaube, da muss ich nur irgendwo hingehen, habe ich so das Gefühl. Da oben, da geht's weiter. Aber erstmal die coolen Schwerter anlegen, Leute. Erstmal schön reinzoomen, dass wir genau sehen, wie das Ganze dann aussieht. So.
Und jetzt die coolen Schwerter anlegen. Da sind sie. Oh ja. Oh ja, die sehen cool aus. Viel, viel cooler als vorher die. So. Und machen natürlich auch mehr Damage. Ich frage mich, wie die neue Rüstung aussehen wird. Falls ich die jetzt direkt schon kriege. Ich hoffe es doch. Nein, das ist keine Rüstung. Wo bekomme ich meine Rüstung her? Ich stehe die Rüstung. Rüstung. Rüstung! Was muss ich da machen? Ah, ich muss zu dem Flugpunkt gehen. Sehr interessant. Ich komme endlich von dieser blöden Insel runter. Jawoll! So muss das sein. So, ich würde sagen, ich mache das Video noch, bis ich meine Rüstung habe. Dann hören wir auch mal auf. Vor allem, das leckt mir einfach gerade viel zu sehr. Ich mag kein Gelege. Das muss alles flüssig laufen. So, irgendwer hat doch vorhin aus der Gilde was geschrieben. Ja, ich bin sogar in der deutschen Gilde drin. Also, hier gibt es einige Leute, die immer schön chillig hier. Guck, ich sehe sogar deutschen Namen. Offizier, Mitglied, Mitglied und so weiter. Alles ganz chillig hier, ohne Mist. Richtig gut. Fällt mir wirklich sehr. Also, die auf dem Server, auf dem ich bin, Eloin heißt der oder so, hier gibt es hauptsächlich deutsche und englischsprachige Leute. Und ja, von daher, also, ist richtig cool. Wenn du dann auch noch in der deutschen oder englischen Gilde bist, dann passt das perfekt. So, da hinten ist der Flugpunkt. Dann könnt ihr auch mal direkt das Fliegen wählen. Ich weiß, ich habe das Auktionshaus noch nicht benutzt. Aber ich weiß nur, dass Kräuter und Steine und was weiß ich was immer was ganz Gutes sind. Und von daher, ja, würde ich mal sagen, gleich die mal mitnehmen. So. Ich will meine Rüstung haben. Erstmal Crispin. So. Und jetzt? Wo geht's weiter? Wusste ich's doch. Ich muss jetzt in die Hauptstadt. Fliegen. Ich denke mal, ja, ich habe nur eine Route. Perfekt, dann gehen wir da doch jetzt hin. Bam, Pegasus! Was geht? Jetzt geht's ab, Leute. Jetzt geht's ab. Soundeffekte sind auch ganz gut, muss ich sagen. Jetzt komme ich endlich von dieser Kinderinsel runter. Ich meine, schaut euch das Ganze mal an, es sieht so genial aus. Das Ganze wird jetzt halt nur so Stück für Stück aufgebaut, weil ich die Grafikeinstellung so niedrig gesetzt habe. Das ist der einzige Grund. Wenn ich das alles auf Max habe, dann kann man so weit hier schauen, das ist nicht mehr normal. Ihr könnt alles sehen. Ihr könnt da hinten, wo jetzt alles nur blau ist, seht ihr Berge und was weiß ich was. Das sieht genial einfach nur aus. Ich brauche aber mal eine stärkere CPU, dann ist es auch kein Problem, das alles gescheit aufzunehmen. Ich habe zwar eine sehr, sehr starke CPU, ist allerdings nur ein Dual-Core. Ich brauche einen Quad-Core dafür. Von daher will ich endlich meinen i5-2500K haben. Ja, das wäre eine schöne Sache. So, ja genau, also nochmal zum Erwähnen, unten wird ein Link sein in der Beschreibung, da könnt ihr euch einen koreanischen Account kaufen. Und von dort aus, da wird alles von denen erklärt, wie man dann halt spielen kann. Also das wird alles dort erklärt, wo man den Account kaufen kann. Und ich würde es jedem empfehlen, also das Spiel macht so gewaltig viel Spaß. Und es ist auch nicht wirklich schwer zu spielen, auch wenn es auf Koreanisch ist. Die ganzen Quests haben Hyperlinks drin, wie man hier sehen kann. Also ihr klickt da drauf, seht dann genau, wo ihr hin müsst. Auf. Ja. Und von daher ist es ziemlich einfach. Und es macht einfach so gewaltig viel Spaß. Das ist... Also ich habe noch nie ein Spiel, was mir so viel Spaß gemacht hat, einfach auf Gegner drauf zu hauen. Ganz ehrlich, noch nie eins. Das macht einfach so gewaltig viel Spaß. So, das ist die Hauptstadt, so wie es aussieht. Sieht ja sehr schick aus, muss ich sagen. Ich meine, schaut euch das Ding mal an. Ich weiß noch nicht, was sie da oben drauf haben. Das ist wahrscheinlich in ihre Satellitenschüssel, um da irgendwie Empfang zu bekommen. Aber das Ding ist groß. So, ich will aber meine Rüstung haben. Also von daher, mach mal hin, du blödes fliegendes Vieh da. Der Pegasus. Ist viel zu langsam, ey. Vor allem, warum fliegt der so eine übertrieben lange Route? Er könnte auch direkt von dem Tor aus da schon hinfliegen und bam, wäre er direkt da, aber nein, er muss ja hier die mega Route nehmen. Schöne Hängebrücke, muss ich sagen. Ja, wirklich sehr schön. Ah,
es regt mich gerade auf, dass das so laggt, vor allem, dass die wobei die Einstellungen so niedrig sind. Weil ich sag's euch, das Spiel in maximalen Einstellungen, das ist nicht mehr normal. Das sieht so wunderschön aus. So, okay, wo muss ich hin, wo muss ich hin, wo muss ich hin? Ich will Rüstung, 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 Rüstung. Okay, die da ansprechen. Lol, was geht hier ab? Die Quest, der für mich hat. Die da, die gibt mir bestimmt die Rüstung. Rote Ausrufezeichen sind immer wichtiger als die blauen. Nein! Gelben meine ich. Auch nicht die Rüstung. Wo gibt's die Rüstung? Ah, rechts von mir. Da! Rüstung. Jawoll! So, jetzt direkt mal ansehen, wie die neue Rüstung dann ausschaut. So, wo ist sie? Da. Schön anziehen. Oh, das sieht doch schon nice aus, muss ich sagen. Das sieht doch nicht schlecht aus. Ah, ich muss jetzt mal gucken, ob ich hier die Steine rausnehme. Nein, habe ich nicht. Kann ich hier die Steine rausnehmen? Und mich wieder ansetzen, glaube ich, so. Ich vergesse es nämlich immer. Ich verkaufe dann immer meine Schwerter und lasse die Steine drin. Also, das ist nicht gut, ganz ehrlich. Das ist überhaupt nicht gut. So, wieder gesockelt, schön. Hatte ich hier Steine drin? Nein, hatte ich nicht. Sehr schön. Okay, Leute. Ich denke mal, das war's fürs Erste. Ich habe jetzt meine coole neue Rüstung bekommen. Sieht sehr nice aus, muss ich sagen. Auf jeden Fall. Oh ja, das sieht cool aus. Vor allem noch mit den Schwertern in Kombination. Imba. Sehr schön. Jetzt noch ein paar Kampfanimationen. Also, ich sag's euch, das Spiel ist einfach klasse. Es macht so viel Spaß. Toll. Okay, Leute, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich werde mehr Footage von Terra bringen, aber ich sag euch wirklich, top, 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 top Game. Holt's euch auf jeden Fall. Wie gesagt, nochmal Beschreibung dazu, wie ihr euch den Account kaufen könnt oder wie gesagt, wo ihr euch den Account kaufen könnt. Steht unten in der Beschreibung ein Link drin. Klickt da einfach drauf und dann könnt ihr euch den Account für, ich glaube, das sind 20 Euro kaufen. Mit Spielzeit schon integriert, 30 Tage, also das ist auf jeden Fall ein Schnäppchen, wenn man das mal mit damals den Preisen von WoW vergleicht oder noch heute, vor allem mit den ganzen Addons, da bezahlt man ja 120 Euro, dass man zocken kann und dann noch Spielzeit dazu. Also von daher, es lohnt sich auf jeden Fall. Vor allem da die Dings-EU-Version ja erst in circa einem halben Jahr rauskommt. Also von daher, Leute, das war's von mir, ich hoffe, es hat euch gefallen, ich bin raus, bis dann, ciao.